So, alle anderen haben sich ja nicht beschwert, euch sind die Einnahmen wieder ordentlich runtergegangen. Trotzdem wüsste ich gern, wie sieht es jetzt mit Nachbarschaftshandel aus? Immer noch bei Null. Kein Nachbarschaftshandel möglich. Da werde ich mich nochmal ordentlich informieren müssen. Weil ich dachte, es reicht, dann werde ich meinen... Man muss dazu sagen, die Schienen hier... Die könnte man vielleicht gerade so überführen, dass die, Moment. Da sind sie natürlich, bei der Lokomotive. Dass die Schienen vielleicht, hier gerade halten quasi an einem Bahnhof. Der hier irgendwo noch hinkommt. Moment, dann baue ich den Bahnhof lieber erstmal. Und zwar, ist der Güterbahnhof hier. Im Industriegebiet natürlich. Und das war jetzt blöd. Aber egal, dass die Schienen nämlich bis dahin gehen und dann hier rüber in die nächste Stadt. Die Sim Nation, weil da ist ja noch keine Stadt. Hopps, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht. Ich muss ja hier so komische schräge Schienen bauen, denke ich mal. Und da können wir noch einen weiter als den Bahnhof bauen. So, sieht ganz komisch aus. Ah, ich denke mal, das sollte auch noch was machen, wenn wir denn mal Nachbarschaftshandel betreiben können. Die haben mich in dem oberen Stadt, also in wie hieß sie, Klebrien, noch gar nicht gefragt, warum ich denn, ob ich einen Flughafen bauen will. Oh, hier ist auch schon 32. Da oben habe ich ein paar Jahre weniger gezockt, scheinbar. Ja, trotzdem interessiert mich jetzt, wenn es hier vorangeht. Ist aber auch ordentlich befahren. Oh, ich freue mich so unglaublich auf SimCity, was im Februar rauskommt. Ich freue mich so darauf. Das wird erstmal so gesuchtet. Freut euch auf Let's Plays, 5 Folgen am Tag. Halbstündige natürlich. Halbstündige. Oh, das wird so geil, dieses Spiel. Das wird so geil. Oh, ich muss auch noch studieren. Verdammt. Ja, okay, vielleicht keine 5 Folgen am Tag. Aber fast. Wenn mir das Klärwerk nicht im Weg wäre, könnte man die Schienen hier so wunderbar durchziehen. Könnt ihr hinten vielleicht noch irgendwie was anlegen. Hier im Gewerbegebiet. Das ist ein Wohngebiet, aber das Gewerbegebiet dran. Aber trotzdem haben die noch nicht wirklich viel mit Nachbarschaftshandel am Hut. Hm. Ja, aber bevor ich hier noch irgendwie was groß bauen muss, darum ging es mir eigentlich nur. Ich wollte hier nach Nachbarschaftshandel gucken und so. Speichern wir jetzt erstmal und gehen zurück zur Region. Ich würde unglaublich gerne hier weitermachen. Einfach weil, ja, weil das Gebiet, glaube ich, cool wird und weil wir hier eine bessere Anbindung rüber haben. Obwohl dann Klebing wieder so... Das sieht von oben übrigens ziemlich cool aus, Klebing mit seinen Quadraten. Aber ich habe gesagt, ich mache erstmal hier weiter. Um hier weiterzumachen, muss ich erstmal die Region weiter designen und so. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt was. Noch einen kleinen Versuch, den ich auf einen dieser kleinen Felder hier machen wollte. Da kommen wir vielleicht demnächst zu. Ansonsten... Ja, könnten wir entweder in Klebing jetzt weitermachen oder... Ich glaube, ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause in dieser Session. Vielleicht mache ich gleich noch weiter, vielleicht nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Pepe. Und all diese Flugzeuge kommen nur aus Midgar. Wo fliegen die nur hin? Ja, und da bin ich wieder mit einer neuen Kurzaufnahmesession. Das ist eigentlich so ein Experiment, könnte man sagen. Machen wir ein Experiment. Ja, wir haben nämlich, ich habe nämlich gesehen, wir haben hier 30.000 Einwohner und nur 13.000 Arbeitsplätze. Warum sieht man das nicht so genau oder so übersichtlich als Zusammenfassung im Spiel? Finde ich ein bisschen schade. Oder ist das hier irgendwo... Nee, nicht wirklich gegeben. Das
hat man hier nirgends, oder? So einfach bloß die Arbeit. Ich meine, hier haben wir zwar die Jobs, aber alle einzeln. Ich hätte die gerne so zusammengefasst als Zahlen irgendwo. Und das haben wir leider scheinbar nirgends. Es fehlt ein bisschen. Und dafür immer rausgehen? Nee, die Industrie geht nicht vor die Hunde. So, wie gesagt, das ist so ein kleines Experiment. Und zwar würde ich gerne Folgendes ausprobieren. Da unten wächst wieder schön die Industrie. So, wir bauen nämlich jetzt die Schienen ein bisschen weiter. Und zwar, Moment, müsste ich da ein Stückchen ranzoomen. Das Kraftwerk braucht ja an sich nur bis da die Straße. Und deswegen müssten wir ja ein Schienennetz erweitern können, was so in etwa hier lang geht. Sollte ja gehen. Zack. So, das sollte wieder möglich sein. Da drüben haben wir noch gar keine Schienen gebaut. Da ist zwar dann ein Berg, es kommt direkt im Berg an, aber egal. Wieso bauen die so eine Art Bahnhof am Gaskraftwerk? Muss ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt verstehen. So, eine Autobahnauffahrt will er bei Schienen zum Glück nicht. Oh, da ist ein Friedhof. Da sollten wir vielleicht... kann er nicht umkurven? Ah. So. Weg damit. Ja, so enge Kurven kann man so einem Zug schon mal zumuten, oder? Beim Friedhof brauchst du echt keine Toten mitzunehmen. Brauchst du keinen Güterbahnhof im Friedhof aufzubauen. Das ist ein bisschen lächerlich. Naja, so. Weiter geht die wilde Fahrt. Und, können wir hinten auch mal Passagierbahnhöfe bauen. Oh, das ist schon der nächste Friedhof. Und zack. Und zack. Und das Ganze geht jetzt nicht nach da, sondern der Ganze geht jetzt erstmal, nee, nicht so nah, das ist ein bisschen scheiße. Hier runter und hier am Berg entlang. Ja, Niveauverbau ungünstig, du kannst nicht mal, so geht's doch. Oh, das hat vielleicht jetzt sogar ein bisschen zu viel Platz. Hierhin ungefähr. Perfekt. Und da soll das Ding jetzt reingehen und zwar eine Verbindung darüber herstellen. Zack. Natürlich kann das ganze Ding auch noch weitergehen. Würde mich jetzt nicht stören. Jetzt sollte es ja rein theoretisch möglich sein. Genau darum geht es mir nämlich. Wenn ich jetzt hier eine Allee bauen wollen würde, nur mal angenommen, ich würde jetzt hier eine Allee bauen wollen, dann kann die da einfach einen Bahnübergang bauen. Wunderbar. Muss nicht mal eine Brücke sein. Einfacher Bahnübergang reicht. Damit habe ich gar nicht gerechnet. An sowas Einfaches habe ich gar nicht gedacht. So, jetzt gehen hier ein paar Straßen rüber. Jetzt geht hier ein Güterbahnhof rüber. Oh, die bauen da sogar irgendwie einen Brunnen oder sowas dran. Oder ist es einfach so eine Schranke? Ach so, es sah gerade aus wie so ein hübscher Brunnen oder so. Weil es doch eine Allee ist. Allee. So, da runter kann er... Nee, muss eigentlich gar nicht. Fällt er da hinten schon runter? Obendran ist kein Grundstück mehr. Was haben die denn alle hier? Kein Job. So langer Pendelverkehr oder wie? Ach du Scheiße, das werden hier immer mehr. Warum denn das? Naja, die Nachfrage nach Industrie steigt, nach Agrar steigt leider gar nicht. Nach Gewerbe steigt. So, deswegen, hier wohnen ja jede Menge schlaue Leute, würde ich jetzt ganz gerne ein Experiment wagen. Oh, das Haus ist aber auch hübsch. Und zwar Folgendes. Moment, ich muss mich kurz rehabilitieren und jetzt verlassen wir diese Stadt.
Das sollte passen, beziehungsweise abbrechen erstmal. Ich hätte hier oben an sich eigentlich ganz gerne noch einen Passagierbahnhof oder sowas. Bahnhof, oder sind die zu teuer? Wo sind die Dinger? Da natürlich. Chagachuchu, Güterbahnhof, großer Bahnhof geht noch nicht. Der wäre wahrscheinlich auch zu teuer. Oh Gott, da brauchen wir viel mehr. Okay, dann brauchen wir erstmal einen kleinen Bahnhof, Passagier, Bahnhof. Und zwar kommt der hierher. Nee, Moment. Das ergibt sogar keinen Sinn. Der Bahnhof kommt zuallererst mal daher. Aber da fehlt noch ein Stück Straße. Deswegen kommt hier noch ein Stück Straße dran. Das geht dann hier lang. Das geht dann hier wieder rein. Hier ist die Bahnhofsstraße. Passagierbahnhof. Ja, der sollte da irgendwie so hin. So. Und es wäre vielleicht noch ganz praktisch. Wo zur Hölle sind eigentlich diese angepriesenen Parkhäuser da? Da kommt noch ein Parkhaus nebendran, neben dem Bahnhof. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Ja, die Straße geht da sehr effektiv rüber. Gut. Und dann, ja, würde ich die Stadt gerne verlassen. Speichern uns zur Region. Nicht ohne Speichern beenden, so wie beim Terraforming. Und jetzt begeben wir uns hier oben in dieses kleine Gebirge. Da kommen jetzt so drei kleine Wurzeldinger an. So, das ganze Ding wird jetzt ebenfalls von Lars Lime geführt. Und, nenne ich einfach mal Ionlichtung. Lars Lime. Ja, der führt diese Stadt auch. Der darf auch schon mal zwei Städte führen, weil das hier wird nämlich eigentlich nur ein Trabant. So wie der Mond. Und ich will wissen, ob das funktioniert mit dem Trabanten. Wir haben hier gerade Nachfrage nach gar nichts. Und zwar so richtig nach gar nichts. Das ist auch mal krass. Das hatte ich auch noch nie. So, jetzt baue ich hier einfach eine Allee. Die Allee geht jetzt hier noch durch. Und einmal außen rum. Und hier kommen zwei Transitdinger hin. Zwei Schienen meine ich. Transitdinger. Was zur Hölle? Was passiert mit meinem Gehirn? So, die kommen von der einen Allee bis zur anderen. Und dann bauen wir da natürlich noch vernünftige Übergänge rein. So auch immer der hier gut sein soll. Der hier einmal rumführt, aber okay. So, dann kommt hier eine normale Straße lang. Was natürlich ultra dumm ist. Was tue ich denn da? Moment, wie groß sind nochmal die einzelnen Bahnhöfe? Der Güterbahnhof ist 2 in der Breite und der in der Tiefe und der Passagierbahnhof ist 3. Ja, super, das ist ja mal echt klasse, wie die das gelöst haben. Das heißt, ich muss hier zumindest mal 3 freilassen und dann kommt das hier durch. In etwas. Warum eigentlich? Wozu kleine Straßen? Ich nehme Landstraßen gleich von vornherein. So in etwa. Und dann bauen wir hier direkt in die Mitte einen Passagierbahnhof. Der ist nämlich wo? Da, Passagierbahnhof. Der kommt hier so hin.
zack. Und direkt nebendran kommt dann noch so ein Parkhaus wieder. Ich denke zwar nicht, dass Leute das benutzen werden. Aber es ist einfach mal da. Es kostet ja nicht so viel, oder? Was kostet ein Parkhaus? 5. Lächerlich. Ja, dann kommt hier noch eine kleine Straße hin. In etwa so, auf die man hier dann auch direkt auffahren kann. Geht nicht.